wunderschönen guten Tag hier aus München, aus dem Basic Bistro. Es schmeckt übrigens sehr lecker hier für alle Münchner. Es lohnt sich hier vorbeizukommen. Mit dem Thema, wie kommt man von der Kommune 1 zum Dschungelcamp? Und mein Gast ist Rainer Langhans. Hallo Rainer, das ist auch irgendwie dein Stammlokal hier, ne? Ja, weil ich gerade in der Nähe wohne und Essen ist brauchbarer als sonst. Und dann gehe ich halt immer her, wenn Leute mit mir reden wollen. Wo sind wir jetzt? In Schwabing? Mhm. Genau. Bist du hier auch irgendwie aktiv in irgendwelchen Initiativen oder irgendwas? Eigentlich nicht. Ich bin mehr virtuell denn hier noch aktiv in diesen Real-Geschichten, also in der materiellen Welt. Ich frage nur deswegen, weil du eine Großspende entrichtet hast an die Piratenpartei hier. Wie kam das? Ja, ich hatte plötzlich viel zu viel Geld, bin damit überschüttet worden, für meine Verhältnisse zumindest, durch dieses Dschungelcamp, und daraufhin habe ich überlegt, was mache ich damit. Und das war für mich schwieriger, als im Dschungelcamp zu leben, mir da was Gutes zu überlegen. Ich habe das auch öffentlich gemacht, ich habe gesagt, was soll ich mit dem Geld machen, und habe dann festgestellt, man kann mit Geld eigentlich sehr, sehr schwer was Gutes machen. Klar, haben viele Leute dann angerufen, also ich kann es brauchen, meine Kinder möchten mal in die Ferien fahren oder ich mache ein Studium für die Dritte Welt oder was weiß ich, und ich könnte einen Bürgen gebrauchen oder die Tierrettung oder sonst was, nicht spenden. Und ich habe das aber alles nicht gut genug gefunden, weil das alles in meinen Augen etwas ist, was das System, das wir gerade haben, aufrechterhält, indem man ein bisschen rumrepariert und den ärmsten Schweinen, die da drin völlig unter die Räder kommen, ein bisschen da das abmildert. Das fand ich alles nicht gut, und ich wollte etwas, was das Geld dazu verwenden, dass es anders ist, oder genauer gesagt, dass es verbrennt, also dass es weniger wird, dass es weniger dieses Systems wird. Und da habe ich mich lange umgeschaut, und dann habe ich eben überlegt, ich gebe ein bisschen was WikiLeaks, weil die so viel Gutes gemacht haben, wie ich fand, und es gibt so die andere Hälfte davon, im Dschungelgeld gebe ich eben den Piraten, weil die dabei sind, in meinen Augen, dieses System tatsächlich sehr zu verändern, genauer gesagt, weil sie schon in einer anderen Welt leben und versuchen jetzt uns auch dazu zu kriegen, dass wir das mit ihnen dort weitermachen, statt hier dieses System weiter zu betreiben. Und nun gut, die haben sich dafür hier in München eine Geschäftsstelle dann gekauft, eingerichtet und so weiter. Hatten wir noch keine. Ja, die haben sich bestimmt sehr, sehr gefreut, aber ja, ich denke, gab es irgendwie Kritik? Ich meine, es gibt ja so Menschen, die wie auf Heldenkarten blicken, Kommune 1, Haifischkommune und so weiter. Gab es Kritik irgendwie, dass du dann jetzt auf einmal im Dschungelcamp gelandet bist? Ja, natürlich viel. So auch Enttäuschung oder Verlust? Ja, auch Enttäuschung, weil ich bin ja jemand, der sehr lange Zeit sich diesem ganzen Geldkram und dieser Welt scheinbar entzogen hat, indem er so gut wie in ihr nichts getan hat. Und jetzt mache ich plötzlich was, nicht? Und gibt entsprechend dann Geld. Und dann sagen die, schade, jetzt bist du auch einer von denen, die hier doch irgendwie mitmachen und Geld verdienen wollen und eine Scheiße machen, damit sie dann Scheißgeld dafür kriegen. Was mich interessiert hat, war, eine Kommune zu machen, noch dazu in dieser medialen Begleitung, in dieser super beobachteten Form. Weil das war das, was wir immer machen wollten. Und jetzt kann ich das hier machen. Und dieses Geld, das interessiert mich nicht, das möchte ich auch gar nicht, aber ich muss es jetzt erstmal nehmen und muss dann halt irgendwie es wieder loswerden. Was ist der Unterschied zwischen diesem Revoluzzer-Flair, das bis dahin reichte, dass um die Kommune 1 herum auch RAF-Leute sich getummelt haben, bis jetzt ein ganz anderer Stil der Revolution bei den Piraten? Wo siehst du die Unterschiede? Ich sehe eigentlich erstmal das Ähnliche, muss ich sagen. Ich behaupte ja, das Netz sei die neue Kommune. Nicht umsonst heißt das Communities, wo ihr jetzt alle darin lebt und nicht mehr Kleinfamilie oder Zweierbeziehung. Es ist all das, was wir damals versucht haben, jetzt gerade die Kommune, wohlgemerkt, in dem Netz jetzt vorhanden. Das nennt sich dann nur heute ein bisschen anders. Und es wird auch anders gemacht. Es wird von Technikern gemacht, nicht mehr von Idealisten, nicht wie damals. Und das ist aber trotzdem genau das Gleiche, denn wenn man genau hinschaut, dann sieht man das. Postgender. Ja, wir waren damals auch nicht mehr in diesem Geschlechtskram. Postmaterialistisch. Wir waren weiß Gott weit raus. Und wir waren damals in diesem Wirtschaftswunder, wie die Irren haben unsere Eltern da konsumiert und so weiter. Und das ist ja weitergegangen. Kapitalismus und so weiter. Und im Netz gibt es keinen Kapitalismus. Und sie leben dort im Netz. Sie machen also all das, was wir mehr gefordert haben zunächst und in unseren kleinen Gruppen, also auch in der Kommune dann gelebt haben, das machen sie eigentlich in einem großen Maßstab, machen aber nicht so viel Redereien, keine Ideologien darum, sondern sie machen es. Und kommen jetzt allerdings uns plötzlich, was uns damals wirklich nicht eingefallen ist, per Partei und sagen, komm, mach doch mit.
In Wirklichkeit soll das natürlich, und das ist ja auch von den Grünen nochmal versucht worden, alle Parteien auflösen. Und diese ganze Struktur, diese ganze kommunikative, katastrophale Struktur der sogenannten Demokratie oder dieser Art, wie wir zusammenleben mit diesem Kapitalismus, enorm verbessern. Man kann auch sagen, grundlegend verändern. Das haben wir damals Revolution genannt. Diese ganzen Dinge benutzen die nicht mehr, sondern die machen diese ganz feinen, kleinen Schritte, die sie uns vorschlagen, so nach dem Motto, wir wollen doch alle ins Netz, nutzen wir das Netz, um extrem viel mehr zu kommunizieren, dann werden wir bessere Menschen, dann mögen wir einander, Facebook, 1 Milliarde Menschen befreundet, so was gab es noch nie in der menschlichen Geschichte. Wir waren immer gegenseitig Feinde, Fressfeinde. Ich will mehr haben, mach das auf deine Kosten, beute dich dafür aus. Nicht? Und entsprechend sieht es heute aus, wenige sind sehr reich, viele sind... Eben die meisten sind eigentlich verdammt arm, manche noch nicht mal können richtig überleben. Das ist doch ein übles Ergebnis eben dieses Materialismus, dieses Kapitalismus und so weiter. Und da sagen die Piraten, das geht ganz anders, aber wie gesagt, nicht große Revolution, sondern ein paar kleine Verbesserungen und so ein bisschen auf Piraten und mit Liquid Feedback und so weiter. Ganz harmlos, nicht, kann man sagen. Und unterfliegen damit dieses Radar der großen Angst. Mein Gott, die wollen alles anders machen, die wollen uns alles wegnehmen. Und jetzt kommen die dauernd und sagen, ja, ihr wollt euch uns doch alles wegnehmen. Ihr wollt da die Urheberrechte aufheben und so weiter. Das geht ja nicht. Und dann sagen die gerade nur, ach nein, nur ein bisschen verbessern, dass die Urheber mehr kriegen und nicht die Verwerter so viel, das ist alles muss angepasst werden an das Netz. Das gibt es ja jetzt schließlich, das Netz fordert das. Lass uns doch da ein bisschen was rumreformieren, ein bisschen was verändern. Mehr nicht. Nein, ihr wollt uns alles wegnehmen. Nein, wir wollen nur ein bisschen verändern. Also sie versuchen dauernd diesen Revolutionsverdacht, der ihnen natürlich die ganze Zeit angedient wird, zu entkräften. Ich glaube nicht, dass es ihnen auf die Dauer gelingen wird. Sie werden irgendwann dazu sich stellen müssen. Aber jetzt noch versuchen sie so, dass sie sagen, ach was, wir sind nur kleine, harmlose, wie soll man sagen, Reformer und Verbesserer, weil nun mal das Netz da ist. Und deswegen muss man manche Dinge doch daran anpassen. Langhans und die Frauen. Rainer, wie viele hast du? Haben tue ich sowieso keine, die kann man Frauen haben. Aber so steht es immer in der Zeitung, der ja, hat ja, fünf Frauen. Ja, natürlich. Die Zeitung, die kennt das nur so. Da hat man eine Frau. Wir können ja offen reden. Ich habe so eine Zeitschrift gelesen, da stand, jetzt will er die Pauli flachlegen. Genau, das ist, so schreiben die dann. Was? Ich meine, das war schon damals so in der Kommune. Wir hatten gar keinen Sex, wir wollten gar keinen haben. Wir haben nur gesagt, allgemeine Zärtlichkeit. Und dann haben die gesagt, was? Ihr könnt machen, was ihr wollt. Und ihr behauptet noch dazu, das sei gut und ihr seid frei. Habt keinerlei, unterwerft euch keinen Regeln mehr, die ja in der Gesellschaft damals sehr stark eben da waren, also sexuelle Repression haben wir das genannt. Das heißt doch, dass ihr jetzt den ganzen Tag Sex haben müsst, weil das doch das Größte, was man machen kann, wenn man endlich mal darf, wenn man will. Nicht? Und da haben wir gesagt, nein, aber das hatte gar keinen Zweck. Weil die haben dann gesagt, sowas wie wir hier? Zweimal mit derselben Pendürzen, so macht ihr das, oder? Und da wir wussten, wie sie ticken und da wir wussten, wie diese ganze Gesellschaft lief, haben wir gesagt, okay, klar, machen wir. Und dann haben die gesagt, dürfen wir das schreiben, dürfen wir das schreiben? Orgien jeden Tag, Rudelbumsen, dürfen wir das schreiben? Haben wir gesagt, klar, der SDS, die anderen, die Poliz, die haben gesagt, nein, ihr Schweine, ihr geilen Idioten, was hat überhaupt Sexualität mit Politik zu tun und so weiter. Und wir wussten aber, das ist Politik und das ist vor allem neue Politik, denn das Private ist politisch, nicht mehr dieser ganze sogenannte, nicht öffentliche Scheiß. Und da müssen wir arbeiten und da müssen wir was verändern und dann wird sich auch dieses sogenannte Öffentliche verändern. Wie ist es denn nur, in wenn echt, wir das machen. Wie ist es denn echt, in echt, wie schaut so ein Alltag für dich aus? Was ist Liebe machen für dich? Liebe machen ist, das ist ja die Frage, was ist Liebe überhaupt? Nicht? Viele Leute glauben eben, das sei vor allem guter Sex. Nicht? In Wirklichkeit ist Liebe etwas Unkörperliches, etwas Mentales, kann man sagen. Wie man so schön sagt, Liebe ist nicht zwischen den Beinen, sondern zwischen den Ohren. Also hier oben findet das statt. Und sie ist vor allem etwas, was nicht nur eine Sache oder einen Menschen nur liebt, sondern letztlich alles liebt. Alles liebt und mit allen liebevoll umgeht. Das ist Liebe. Und die haben wir damals empfunden und die wollten wir. Und da kamen die Leute und haben gesagt, Liebe, ihr macht Liebe, make love not wants, oder? Ja, das kann doch nur Sex sein. Was anderes kannten die nicht. Die wissen gar nicht, was Liebe ist. Und entsprechend lieblos leben sie ja bis heute. Und wir sahen das halt, aber wir konnten es ihnen nicht erklären, weil sie die Erfahrung nicht haben. Also haben wir gesagt, ja klar, wir machen all das, aber viel mehr, aber das haben die schon nicht mehr gehört. Okay. Wir fragen ja privat, aber es ist auch Sex, oder? Es ist Sex, aber Sex noch immer und insofern eben keiner mehr zu seiner Abschaffung. Das heißt, im Indischen nennt sich das Tantra zum Beispiel. Das heißt, du gehst mit Sex in einer Weise um, der ihn zunehmend
abschafft und irgendwann wirst du ihn nicht mehr benötigen. Denn er bringt ja so wenig. Mein Gott, ich habe das damals weiß Gott ausprobiert. Ist das denn im Moment für so das große bürgerliche Lager vermittelbar, solche Ideen? Haben die sich in Jahrzehnten vielleicht mittlerweile mainstreamiger gestaltet, dass man sagen kann, ja, die normale Bevölkerung versteht eher, was wir meinen? Oder hält man einen, wenn man so denkt, immer noch auf esoterischen Sphären und kann das nicht ernst nehmen? Wie beurteilst du das? Es hat sich viel in der Richtung entwickelt, aber offiziell in dem öffentlichen Diskurs ist das alles noch nicht vorhanden. Also ist Esoterik fast auch bei den Piraten ja nicht und so weiter. Spiritualität auch ein Unwort und so weiter. Was ist das schon? Scheiß Gurus oder irgendwas? Nicht? Keine Autoritäten, nicht sowas darf schon mal gar nicht sein. All dies ist noch nicht eigentlich in einem öffentlichen Diskurs. Zugleich aber gibt es in den Buchhandlungen meinetwegen, ist die Esoterikabteilung die größte. So ungefähr, nicht? Also das gibt es alles, aber es wird noch nicht drüber gesprochen, können wir nicht. Und ich versuche das dann und werde natürlich dann entsprechend als Idiot hingestellt oder als Guru-Typ oder was weiß ich. Und bleibt noch schwierig. Ich denke, es wird sich ändern, aber noch ist es schwierig und man sollte es besser nicht tun. Ich nenne immer drei Begriffe und bitte um eine Assoziation. Erster Begriff, Macht. Tja, ich würde sagen, es gibt alte Macht, die wir kennen und die wir ja nicht mehr mögen. Und es gibt aber eben auch eine neue Macht, die wir aber noch gar nicht sehen und erkennen wollen und wo wir lieber erst mal sagen, ach nee, die gibt es nicht oder wir wollen nicht, dass es welche gibt. Ich denke, sie wird es immer geben. Macht ist eigentlich etwas, wo jemand etwas macht und damit Einfluss ausübt. Nicht? Das wird es immer geben, selbstverständlich, weil jeder macht irgendwas und damit übt er eine gewisse Macht aus. Jemand, der Macht ausübt, zweiter Begriff, Bundeskanzlerin. Ich habe mich an die Piraten gewandt und habe zu denen gesagt, stellten Sie als Kandidat für den Bundespräsidenten auf. Weil das wäre doch eine fantastische Ergänzung zu Beate Glasfeld und Joachim Gauck. Übrigens alle drei gleich alt. Nicht? Beate ist ein Jahr älter als ich und Gauck ist so alt wie ich. Dann hättet ihr... Es gab noch einen von der NPD übrigens, Olaf Rose. Ja, genau. Aber über den muss man nicht reden, oder? Müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt gut reden. So. Glasfeld, Gauck. Es war aber auch ein Gespräch... Dann nenne ich den dritten Begriff spontan Georg Schramm. Ja, Georg Schramm. Wurde dann von den Piraten eher und so weiter. Wie findest du den? Ich fand ihn eben nicht so toll, weil er ist ein Verschwörungstheoretiker und hat diese normale Politnummer eigentlich drauf und wird damit eigentlich, wie ich finde, dem piratischen Projekt gar nicht wirklich gerecht. War also für mich nicht so toll und ich habe ja dann auch ein paar normale Gespräche gehört, also nicht nur Programmsachen, die er dann immer bringt und so weiter. Das ist so merkwürdig. Andererseits wiederum hat es auch den Piratenrahmen schon gesprengt, was der gemacht hat. Der hat nämlich mit Verschwörungstheoretikern zum Beispiel diesen Schweizer gesprochen und das hat ihm gar nicht gepasst. Und deswegen haben sie ihn dann letztlich auch nicht aufgestellt, denn sie waren dabei, aber er hat dann abgelehnt. Okay, ich fand es aber bei weitem nicht so gut. Stell mal vor, was für eine Debatte es gewesen wäre, hätte man mich aufgestellt. Und zwar deswegen, weil ich verkörpere dieses lange Piratenprojekt, das ja nicht erst 2006 oder was weiß ich aufgestellt wurde, sondern spätestens oder frühestens meinetwegen eben 1967 begann. Da hat all das begonnen, was meiner Meinung nach jetzt von den Piraten nochmal erneut mit einer etwas anderen Erfahrung, aber doch einer ähnlichen. Und auch das Internet ist ja ein 68er-Ergebnis. Nicht? Das haben ja 68er auch aufgebaut damals in Amerika, wie kalifornischen und so weiter, Whole Earth-Katalog. All diese Dinge sind gerade gegangen und ich bin jetzt seit 45 Jahren in diesem Ding drin, weil ich bin ja drin geblieben. Im Gegensatz zu meinen Freunden, die das nicht mehr weitermachen konnten, habe ich einen Weg gefunden, es weiterzumachen. Und deswegen interessieren mich auch die Piraten, weil ich erkenne sie als, wenn du so willst, meine Enkel, die eben heute... Stimmt, du bist 72, ne? Ja, ich bin 72. Doch, ich sieht man dir nicht an. Ich danke dir für das Gespräch. War's schon. Ja. aber vielleicht sehen wir uns bald wieder. Ja, gerne. Und? Ich finde toll, was ihr macht. Ich möchte das gerne auch irgendwie mitbekommen. Dankeschön. Dankeschön. Und ich danke auch euch, all meinen Abonnenten. Und die Frage beim nächsten Mal ist, was ist schon extrem? Und mein Gast Bettina Röhl dann an der Ostsee. Oh. Bis zum nächsten Mal.